So, wieder mal herzlich willkommen, genau, bei Fuel. Da mache ich hier langsam mal weiter. Wo bin ich denn? Ach ja, ich muss die Nuggetbrücke noch machen. Ja, und laufen wir hier doch jetzt einfach mal lang. Okay, der will kämpfen. Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Ja, das will ich sehen. So. Ich hoffe, dass das Verhältnis gut abgeregelt ist von In-Game Sound und Stimme und naja. Egal. Macht mir jetzt keinen Kopf drum. Weiter geht's hier. Und Nastnet Level 24 sollte ich keine Probleme haben zu besiegen, weil da ein Durchbruch locker reichen soll. Genau. Weil da ein Durchbruch locker reicht. So. Pilipa, da sieht das ein wenig anders aus. Da hole ich mal Typhoon rein. Typhoon soll mal hier, ne? Krieg mal EP und so. Das wäre toll. Also, wie heißt der Teenager? Valkes. Ah. Diesel, echt, du hast hier, oder ja, Nockentus, du hast dir irgendwelche komischen Namen ausgedacht. Ich glaube, ohne irgendwie, was weiß ich, wie die heißen, oder einfach irgendwas eingegeben und dann, naja. So, Mega Heap hat eben, glaube ich, ja irgendwie nicht getroffen, aber Donnerblitz, und das ist umso wichtiger. Denn Doppelschwäche, Pelipper ist ja irgendwie Wasserflug. Ja, da ist Donnerblitz schon die beste Variante. Und wow, Typhoon erreicht Level 30 schon, immerhin. Chuck, geh mal hin da jetzt. Komm mal rein, genau. Weil ich glaube, dass du gegen Arbok gar nicht mehr so schlecht bist. Bedrohung von Arbok, vermindert Angriff von Chuck. Wie mache ich das jetzt? Ich mach mal Durchbruch am besten. Gepusht, kaputt. Fuck. Okay, es ist nicht sehr effektiv, dafür hat es viel gezogen. Ja, jetzt wollte ich doch das hier noch austesten. Hornattacke. Wie viel das zieht. Aha, ich hab's besiegt. So, Arbok wurde besiegt. Lalalala. So, eiskalt erwischt, ja, würde ich auch mal sagen. Und ich glaube, nach diesem Video hier feiere ich mein 200. Video, mein 200. Upload. Naja, nicht wirklich 200. Video. Ich hätte jetzt schon 230 oder so, aber hab ganz viel gelöscht und naja, glaub mir, ist besser so. Wenn jetzt noch das ganze alte Zeugs auf meinem Kanal wäre, das wäre nicht so toll. So, Nidoking. Level 25! Das kriegen wir besiegt. Wolle Rose kaufen. Ey, brauchst mich noch nicht gleich vergiften. Mann, die Jugend von heute. Die geht da gleich ran. Viel zu aggressiv. So, Nidoking. Geht doch. Boah, das ist, glaube ich, in der normalen Version ist das schon ein bisschen so der Unterschied. Nidoking auf 25 hier. Ja, ist richtig. Jetzt kommt er auch noch mit Nidoqueen hier. Nee, ist doch eine Sie, glaube ich. Naja. Ander, geh mal in den Kampf hier. Episch da der Epischen. Damit meine ich, Ander ist sowieso der Beste und ein Knirscher. Und wenn mich jetzt nicht mein Fachwissen getäuscht hat. Okay, ich dachte, das wäre sehr effektiv. Naja, fail. Aber hat doch ordentlich was gezogen. So, dass wenn ich jetzt mit diesem Knirscher als Nidoqueen besiegt. Genau, das meinte ich. Ah, Leute, einfach mal so eine Spontanaufnahme hier um 17 Uhr. Mir geht's gerade voll mies. Ich hoffe, dass das Video so keine Ahnung. 18 Uhr, 19 Uhr jetzt, wenn ihr das seht wahrscheinlich. Dass es denn jetzt auch so da ist um 19 Uhr. Camper Marco! Marco, ey, wie oft kommt das hier noch vor? The Rage, Ma. Denn, Marco, dann war. Aber naja, kann ja noch so oft vorkommen wie, was weiß ich, kann ja alles von mir aus sein. Ich bin ja nur da, um das zu spielen, nicht? So. Und nicht um das Spiel zu kritisieren, so meinte ich das. So, mit Texo. Das kann, das wird sogar böse für uns ausgehen, Leute, denke ich mal. Trotzdem ein Durchbruch. Was, wir sind 13 Level darüber, denn ist Screwtech so besiegt. Wollte ich gerade sagen. Denn es ist. Nee, denn ist doch nicht so schlimm.
So, jetzt kommt ein Austoss und ich kann gerade nicht zu Ander wechseln. Jetzt fällt mir aber gerade auf, dass ich noch Typhoon habe und das ist blöde gelaufen jetzt. Das war nicht so toll. So, Austoss setzt Aurora-Strahl ein. Nein! Nein! Ah, es hat nicht so viel gezogen, geil. Okay, ein Durchbruch, das dürfte Aua machen. Eine Kampfattacke ist nämlich sehr effektiv. Ha! Ja, haha, das musste ich noch von Austausch, das habe ich mir noch gemerkt. Langsam ist Chuck, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen overlevelt, würde ich mal sagen. Aber nur ein bisschen. So, Voltenso wird von Camper Marco in den Kampf geschickt. Das will ich jetzt auch noch schaffen zu besiegen hier. Eine Glut und... Verdammt. Okay, Schnüffler. Das ist so eine der wenigen Attacken, von denen ich denke, WTF. Ich glaube, die ist dazu gemacht, um Geist-Pokémon mit Normalattacken angreifen zu können. unnötig sowas, finde ich das. Ja, unnötig. So, als nächstes kommt Mogelbaum. Mogelbaum, da. Bei Mogelbaum, da hole ich Chuck, der macht dann Durchbruch, so Karateschlag und dann ist auch besiegt. Soll ich euch das mal zeigen? Hier Durchbruch, jetzt verstanden, ne? So, das ist sehr effektiv. Wer hätte gedacht, auf irgendwie Gestein. Boden? Ist er Boden? Nee, Gestein. Was weiß ich? Man muss keine Mogelbaum-Typen auswendig kennen. Hornattacke. Oh, wieso? In so einer Situation hätte ich Ander reinschicken können. Müssen. Naja, ich bin heute auch ein bisschen neben mir nicht so ganz auf der Spur. Ja, also von daher nicht so toll. Allerdings will ich jetzt auch mal mein Anders switchen hier. Geh mal nach vorne, du. Bah, so jetzt. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle fünf Trainer besiegt. Ja, fünf. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Dash halt Nugget. Okay, das kam schon der Ton. Aber naja, Nugget ist auch gut. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Wenn ich mir das so überlege. Nee. Ganz sicher nicht. Nein, wollen wir nicht. Und der ist jetzt sauer auf uns, weil wir nicht Mitglied von Team Rocket werden wollen. Und jetzt will er uns die Lektion erteilen und kämpft gegen uns. Und bla bla bla. Die ganze Geschichte. Er wird verlieren. Und ja. Ha. Mal sehen, ne? Ander gegen Wablu. Das... What? Boah, wie was? Glut hat nicht gereicht. Okay, Ander braucht echt mehr... Training. Oh, das war jetzt voll fail, der Knirscher. Hat zum Glück noch gereicht. Ich wollte gerade sagen, Unlicht zieht doch kaum was bei Wablu. Aber Glut hat nicht gereicht. Das hat mich langsam, das hat mich eben gewundert. Das kenne ich nicht so wirklich so. Naja, warum ich nicht Ander jetzt drinnen lasse, um mit Glut zu machen, weil Typhoon auch mal ein bisschen EP wenigstens bekommen soll. Hoffe ich mal, denke ich mal. Kann sein. Ja, Typhoon, das ist sehr effektiv. Glitches, das ist so effektiv, nee, das ist super effektiv. So, du bist gut, sagt er zu uns. Danke, ich fühle mich ja so geschmeichelt. Schwulen, Modus, aus, Knips, wieder, was war das gerade? Mami, der steht auf Männer. Hast du Pech, mein Sohn? Nein, ich weiß auch nicht, mir war gerade langweilig. Und Camper Kurt, auch ein sehr einfallsreicher, wirklich schlauer, genialer Name. Also, Camper Kurt. Krass, fett, übertrieben, dass der Kurt heißt. So, Griffel, da versuch ich's mit dem Smog und das war auch gleich mal ein Volltreffer hier. Was will der denn jetzt mit Kratzer? Was will der damit bezwecken? Meine ich. Ich habe keine Ahnung, es hat wenig gezogen und als nächstes wird Arbok in den Kampf geschickt. Dam dam dam. Arbok. Nein, ich bin mir einfach sicher, dass die gegen mein Team nicht so wirklich was ausrichten können. Das ist es. Ja, und Glut. Ander darf ich vorstellen, das ist Arbok auf Level 20. Ander ist dran. Ah, Mistding! Ich wollte gerade sagen, vergifte mich jetzt nicht.
Mann, hier in meinem Video vergiften, wo kommen wir denn dahin? Wenn man sowas macht, das wäre ja ne. So, ich hoffe jetzt, dass mein Video jetzt nicht rechts so einen kleinen blauen Streifen sieht. So ein ganz klitzeklein bisschen blau. Weil wenn doch, dann ist das mein Emulator. Tut mir leid. Und nein, Teddyosa, ich will, dass du weggehst. Will, dass du weggehst. Ich könnte mich jetzt mal wirklich irren. Ja, hier unten ist kein Item. Oder vielleicht ein unsichtbares, aber so nicht. Schlupfburg. Geil, ein wildes Schlupfburg. Schlupfburg. Auf Level 16. Schlupfburg. Auf Level 16. Schlupfburg. Genau. Wir gehen hier hoch, denn hier ist hundertprozentig ein Item. Der findet Anziehung. Yo, Piaches. Muss ich heilen? Ich glaube nicht. Nee. So, Route 25. Hier unten ist schon mal so einer. Nein. Pokémon. Wenn ich mir das recht überlege, ich gehe hier. Ah, haha, mir fällt gerade ein, dass diese ja, der hat das ja, ne? Nein, ich meine, ich meine natürlich, dass er doch die Pokémon von den bah, ich bin heute echt nicht auf der Rolle hier. Ich bin gerade voll neben mich, mir, wie auch immer, neben mir. Ja, ich habe vergessen, dass Nockentusk ja die Pokémon der verschiedenen Trainer geändert hat. Ich dachte jetzt, der hier hat einen Macholo, hat schon mal einen Yugong, Eissturm ist schon mal scheiße, aber senkt jetzt die Init und Typhoon kann hier trotzdem noch was ausrichten, denn dieser Donnerblitz wird Yugong auf jeden Fall besiegen, wollte ich sagen, aber Typhoon ist wohl nicht stark genug. Buja, das hat wehgetan, Aurora Strahl. Du bist böse. Ich werde dich besiegen. Was guckst du? So, Yugong wurde besiegt. Und Ander erhält irgendwie 471 EP. Ja, das ist okay. Sonders nett. Ja, da hole ich Chuck. Und da ist klar, da machen wir Durchbruch. Ich meine, was sonst? Das andere wäre ja alles irgendwie fail by me. Und das wollen wir jetzt immer nicht. So, Nasnet auf Level 27 wurde jetzt besiegt. Ja, und ich gehe gleich erstmal fett Kuras. Oh, 109. Wow, Chuck erlernt Body. Soll ich Chuck Bodycheck erlernen lassen? Das ist das mit Rückstoß. Ja, es ist das Bodycheck. Also mal ehrlich zu sein, wäre besser als Hornattacke. Würde sogar mehr als Dings ziehen. Hätte 20 AP gegen Silberblick. Ja, das machen wir einfach gegen Silberblick. Ich habe mir heute schon überlegt, brauche ich eh nicht mehr Silberblick. Und Bodycheck, ja, das ist okay. Ist, kann ich annehmen. Ist, naja. Was soll ich da für einen Kompromiss mit haben? Bringe ich jetzt bei und ist schon richtig so. Hauptsache, ich werde bei Fuel das irgendwie durchspielen tun. Naja. Ach, Mechkargo. Ich dachte jetzt, es wäre ja dieses andere Pokémon. Wie heißt das? Nicht Magbrand, sondern Magma. Ah, Mechkargo, das ist ja da. Natürlich, natürlich. Mechkargo ist diese hier, die Feuerschnecke da mit den Panzer und Lava und egal. Ander kriegt sogar das Mechkargo down mit zwei Knirschern. Und dürfte jetzt auch Level 34 erreichen. Woohoo. Hooray, Ander erreicht Level 34. Oh Gott, das ist so awesome. Nein, eigentlich nicht, aber naja. Ander erreicht dann, ja, ist jetzt Level 34. So, wir sehen uns nächsten Part bei dem Typi, den Typi und wie sie alle heißen hier. Ich werde safen. Ich sag tschüss und bis denn.